als Dr. Frankenstein. Warum, Herr Doktor? Vermann Sie mit abscheulichen Martianern zu schaffen. Holla. Hat sie einen Schnurrbart wachsen lassen, ha? Pfui, wie scheußlich. Willkommen, alter Lehrer. Ich darf Sie also wieder als mein Gast begrüßen. Doch nein, es ist nämlich übel, Sie mit meiner Gastfreundschaft in meinem alten Schloss vergolden haben. Ich suche Ihre Schlage, es kennt man am besten mit rauen Besen vor die Tür. Viktor, treiben Sie nicht zu weit. Ich kann die Hand selbst gegen meinen alten Schüler erheben. Viktor, Schüler, Sie scheinen das Ausmaß der Veränderung nicht begriffen zu haben, Professor. Renner, wir gehören vor der Visage! Mal die Maske ab, aber zack, zack! Dass der zackige Schlagetod nicht zu erfassen war, mag, wundert mich nicht. Aber Ihnen, Professor, hätte etwas mehr Geistkraft zugetraut. Und gütiger, Sie haben sich nicht etwa nur den Tentakel angedient, Sie sind einer von Ihnen geworden. Bravo, alte Lehrer! Die Hand des Mars sind Hüter faszinierender Geheimnisse. Eines davon haben sie an mir angewandt und füge ich mein technisches Wissen, das ich mir sofort nicht im fernsten träumen ließ. Früher war ich schon stolz auf eine Kinderei wie einen elektromagnetischen Kompensator. Ha! Welcher Preis haben Sie bezahlt, Doktor? Alles, was er vergeben musste, war mein bisschen Menschlichkeit. War ein lohnender Tausch. In der Überläufer! Nimm an! Die Maske ist Schengen! Wenn ich sie auch schon diese Tage! Die Maske, wo mal. Hahaha, Tentakler? Die? Oh nein. Umwandlung ist eine Ehre, die nur für den wenigsten Teil wird. Meine Bordspitzbuben habe ich durch ein paar haltlose Sprechungen und Lockungen gewinnen können. Etwas Geld und das Wiegen Irgos als großer Drachenmeister reichten bereits aus, um in diesen wilden Landen den Rahmen der Niedertracht abzuschöpfen. Vom eigentlichen Plan haben sie keine Ahnung. Und wie steht dieser Plan, Dr. Frankenstein? Ablenkung, Gnächste. Das Erdteil muss davon abgehalten werden, ihrer Heimat Hilfe zu senden. Also habe ich dafür gesorgt, dass der Wilde Westen seinen Namen gerecht wird und mich selbst beschäftigt bleibt, mit sich selbst beschäftigt bleibt. Ach. Und wie einfach war es? Ihr werdet es nie lernen, eure Kräfte zu bündeln, Menschlein. Sind Sie es, der sich irrt, Doktor? Sie sind es, der sich irrt. Ach. Die Machenschaften sind aufgedeckt und vereitelt. Selbst der treue Igor hat schon das Weite gesucht. Also nehmen Sie Vernunft an und geben auf. Ich habe unsere frühen Gespräche stets geschätzt, Herr Professor. Und nun beginnen Sie mich auf das Empfindlichste zu langen, zu ermüden. Es scheint, Sie verkennen Ihre Position. Nicht ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Wie sind Sie jetzt, die Sie auf ein von Schurkenblut strotzendes Gefährt gewagt haben? Und ein Wink von mir genügt, Sie zerreißen zu lassen. Und eben diesen Wink gebe ich nun. Wachen! Zur Brücke! Beseitigt, was zwischen mir und der totalen Kontrolle des Westens steht! Bleibt ihr, meine boshaften Scharen! Wachen! Ein Angriff! Sie attackieren uns! Ein Angriff! Wäre es völlig genug, meine schöne Feste zu bestürmen! Ich liebe es. Es gibt einen Satz heißen Ohren. Schön, Mister! Beeilen Sie sich! Wir müssen 4 Karinhorns zur Hilfe ein! Sei unbesorgt, kleiner Mann! Der Zorn persönlich für die 7 größten Helden des Westens im Gefecht! Das war der Esel so aus, führt doch gleich wieder 9! Herrlich! Auf Strolche, beim Manichu! Au, au, au! Wir sind jetzt ungestört! Mit ihm beschäftigen! Frankenstein! Wenn ich, bevor ich meinen letzten Trumpf gespielt habe. Kein Flitz! Zur Bordkanone! Der! So also schnell, zwei Schlagen, als ob diese mächtige Waffe erreicht. So wirst du wesen. Komm, wir müssen es beeilen. Ich soll den niederstrecken, der mich in die Welt gesetzt hat. So wohl der blödeste Zeitpunkt! Verweile ich keinen schlechthin! Ich kann einfach nicht. So stehen sie doch bitte. Schon Doktor hinterher, zu dritt und zu viert, Hauptsache schnell. Willst du nicht immer im Stich lassen, Wesen? Ich, es, der Doktor ist. Nein, ich bringe es nicht fertig, ihn zu bekämpfen. Wir haben es nicht vergessen! Nie! Schreiben Sie, Kerl! Eben zu dritt! Attacke! Oh, Wesen, wie kannst du nur? Verzeiht mir, Gefährten. Bitte verzeiht mir. Ihr Geschwätz! Seid gekostet! Vorwärts! Hallo, Doktor hat die Kanone erreicht. Noch war kein Kampf! Zurückgesteckt! Oh, ich darf nochmal speichern, cool. Schutzschirm erscheinen, Frankenschirm. Zittert sie, diese Kampfrat bin unbesiegbar. Hallo, Doktor wird ein harter Brocken. Danke, Schatz. Jawohl! Kann man da irgendwie still oder so wirken? Ist ein Kennerblick auf ihn, jawohl. Schutzschirm, 1000 AP, Stärken nichts, Schwächen nichts. Okay, dann würde ich sagen,
greifen wir mal vor und greifen mal an und keine Ahnung. Versuchen wir es mal damit. 56. Ich glaube, ihn kann ich noch gar nicht verwunden, oder? Ich probiere es mal kurz. Das war jetzt die falsche Attacke, aber egal. 142? Oh, wie sieht's denn damit aus? Was macht denn das so für Schaden technisch? Mach ich Feuerball? Also mach ich Feuerball. Oh. Okay, Schilderdamm ist effektiver. Feuerball ist schon. Ich bombe mal eine Gruppenheilung 3 heraus. Dann sollte das ganz gut gehen. Oh, zu spät. Aber wir haben ja Ohnmacht beenden 3 zum Glück. Das hätte ich nämlich echt das Problem. Ja, jetzt kann er. Doch, er kann es noch machen, gut. Gruppenheilung 2 und dann alles drauf auf das Schild. Boss dann schon. Na also. Sie haben vollkommen recht, den Schutzschirm zu entfernen. Es ist auch eine zu alberne Angelegenheit. War ein Einfall von Schwarzgeist, oder wie? Nicht nur, lieber Leutnant. Nun, da die Barriere gefallen ist, kann ich Ihnen auch die Wirkung meiner beiden Seitenstrahle demonstrieren. Wie gesagt, sind ungemein elektrisierend. Ja. Es wird nicht besser. Flamme des Inferno. Links jetzt elektrischen Schock ein. Von. Okay, wie sieht's mit Froststurm aus? Oh mein Gott. Jetzt weiß ich wieder, was so scheiße am Gegner war. Links, rechts. Feuer und Donner, Schläge, Schlockresistenz, typischer Wissenschaftler, Wasserüberraschung, verabscheut alles, was nicht ins Kalkül passt. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied zwischen Feuer und Eis, ehrlich gesagt. Aber wenn es schon so heißt, dann. Gruppenheilung 3, bitte. Oh, ganz toll. Wäre jetzt positiv zu sehen, wenn sie nicht geschockt werden würde. Es wäre auch schön gewesen, wenn Heiß nicht gestorben wäre, aber das ist wohl nicht drin. Halt! Komm her, mein Geschöpf! Lassen wir diese Frechlinge zusammenstehen, wie eine richtige Familie. Wesen, lass es doch nach all dem, was sie erlebt haben, nicht in den Rücken fallen. Hei zu mir, mein liebes Kind! Hilf deinem Schöpfer und sei nie wieder allein! Bleib still, verbrecherischer Tor. Ich habe bereits eine Familie. Und ich werde sie gegen jede deiner Niederträchtigkeit zu verteidigen wissen. Pah, das brauche ich dich schon. So etwas kann ich mir bald in Serienproduktion fertigen. Schlagstark, hier zum Kämpfen, zum Ballieren. Formation anpassen und weiter. Ich hoffe, ich werde gefährden. Sie können mir meine anfängliche Unentschlossenheit nachsehen. Na, es kann auch rechts an dir erschienen. Dann biete ich mir tollen Einsatz aus. Yeah, soll noch einer, der geschockt wird. Nein. Geschockt werden kann. Was nehme ich denn da jetzt am besten? Passt schon. Bomb erstmal eine Gruppenheilung raus. Besser ist das. Ist ja schön, wenn mal einer von diesen Strahlern einen Geist aufgeben würde. Und besser noch eine Gruppenheilung. Der Swoknop. So. Nee, nicht Ohnmacht beenden 2, sondern Ohnmacht beenden 3 wollen wir haben. Diese Stirbtäuschigkeit ist Problem. Oh, Strahler rechts. 500 Watt Halogenstrahler. Ja.
So ein Scheiß doch. Nein, Dinge. Das hier. Und ich brauche sogar mal was zum Heilen. Gott, das Spiel hat bis so niedrig. Ja, toll. So wie nur das Gruppenheilung 3 noch durchkommt. Ich hasse es. Ja, toll. Wow. Ui. Gut, er greift weiter an und sie versucht jetzt nochmal Gruppenheilung 3. Egal. Alles weiter. Und noch beenden. 3. Oh. Es wird langsam. Ich glaube zwar nicht, dass ich nochmal alle vier lebendig haben werde, aber. Na, vielleicht wenn der zweite Strahler stirbt. Oh, er ist tot. Das macht die Sache einfacher. Sehr viel einfacher. Bleibt er nur noch. Okay, jetzt wird's einfach. Hoffe ich. Ich hau lieber noch eine Gruppenheilung 3 raus. Besser ist das. So. Und wir greifen weiter an. Die Granaten machen so überhaupt keinen Eindruck. Bei näherer Betrachtung ist es jetzt totaler Schmarrn, dass ich Froststurm einsetze und nicht Frostdorn. Logik braucht man nicht. Das macht nämlich auch mehr Schaden, toll. Oh! Kritischer Treffer tötet mich mit einem Schlag, toll. Toll, ich hab das schon nicht mehr benutzen. Super Sache. Aber okay, er müsste jetzt bald irgendwann mal aufgeben. Wenn nicht, könnte es problematisch werden. Oh. Möglich! Die Stimme wagt es, mein Hochtechnologie-Vorgleich zu trotzen? Wie kann das sein? Da stand seine da ein. Egal, er ist tot. Problem erledigt. Auch keine neuen Zauber, nichts. Besiegt, trotz all der neuen Kraft. Sparen Sie den Atem, Doktor. Denken Sie, Sie können ihm noch helfen, Gnädigster. Helfen? Mir? Dafür ist es zu spät, Professor. Oder auch nur den Vorhang der großen Unbekannten. Ein klein wenig lüften. Wissen, Kenntnis, Macht. Sprechen des Gouverneurs klang so verlockend. Warte. Herr Frankenstein? Tot! Welche Mittel hat sie ihre innere Unrast nur getrieben? Leben bei einem Seelenfrieden nicht vergönnt. Vielleicht gibt es ihnen eine Ewigkeit des Todes und Balsam der Ruhe. Besser, sehen Sie! Victor, sie müssen sie machen lassen. Scheußlichkeit muss enden. Mars muss seine Schranken gewiesen werden. Es sind schon zu viele der Hitzestrahlen und Verlockungen der Marsheim zu Opfer gefallen. Jawohl! Tod dieser wackeren Missenschaftlers! Wird gerecht werden! Wir haben ihn gerade getötet. Erinnerst du dich, Schatz? Teils! Pa! Wir sind nicht vor Gericht! Lassen Sie uns keine Zeit verlieren, Freunde. Ist Auftrag erfüllt. Der Rückweg ist frei. Richtig! Es scheint die Standards Schranken bereits besiegt zu haben! Ah, Standard mit E geschrieben, wie schön. Orgasmus. Wir gehen jetzt endlich zurück nach Lucania. Der entscheidende Schlacht entgegen. Ich hoffe nur, der Opfergang wird nicht zu schmerzlich. Hallo, vielen Dank für deine schnelle Hilfe, Hackelberg. Meine Ehre, Mister. So gut bin ich, als auch der Stadt raus war, über die Helden gestolpert. Vor der Wahlerei schon Moos angesetzt, sind wir auf eigene Faust aufgebrochen. Kaum war ich zurück am Steg, legte so ein kleiner, buckliger Mann mit Boot an.
Da wird ihr in die Bücher getrieben. So, die Taktik! Hätte ich anders verfahren! Fang ich im West 1-2 Niveau in meiner Hand. Ein Tauchboot wartet auf uns. Mensch, was ein Abenteuer mit Ihnen. Mach es gut, Mister. Jawohl, Huckleberry. Nun auf zur Nautilus. Volle Armee. Bonvenue, Mademoiselle et Messieurs. Wir werden wohl etwas zusammenrücken müssen, um alle Gäste auf dem Boot unterbringen zu können. Lauschklappen auf, Dicker. Mit Zeugen hat er vor allem dich gemeint. Dann rief von der Cider ein Blüchen. Dann gibt's eigentlich was zu futtern. Die Gäste ihres Zuschnitts lassen die Küche gerade eine ganz besondere Spezialität zubereiten, Monsieur. Bartslaus gefällt mir, aber wer ist kommt noch Grünzeug auf den Teller? No, grüß Gott, schrüb dich, lass dich überraschen. Ablegen, Kuss auf Vulkane. Ja. Karte ist immer noch aus 1869 geklaut. Tolles Spiel. Wie alles von Max Design. Es war nur so unglaublich schwer, alles, was die gemacht haben. Können wir nicht ein bisschen schneller fahren? Nein, die kommen in Sicht. Endlich! Und hier ist etwas mehr zu futtern als diesen schwerlichen Bordfraß. Ah, die ganze Gemüse gegessen. Die ganze! Früher schienen mir Leute weitaus beeindruckt zu sein, wie die Wunde des Meeres kredenzte. Ich brauche dringend harmlosere Gäste. Ah, Geschwindigkeit drosseln. Langsame Einfahrt in den Kratersee. Ja. Das ist schlimm. Ah, Frischluft. Doch Zeit, die hat keinen Darm, der hat einen Geschütz hat er. Und Krabben muss ich immer furzen. Herrlich. Für ein Land, zu einer Stadt sein. Sehe ich mal meinen Augenwinkel, geschweige denn den Horizont. Naja, der erste Eindruck kann es immer etwas nüchtern. Held wie sie, wird es wohl kaum schrecken können. Los, frisch ans Werk. Na und, was genau soll ich mit den Leuten hier anstellen? Weiß nicht, durch ihr glühendes Vorbild, Herr Lederstrumpf. Lösen Sie Ihre Zuversicht ein. Ah, Bewunderung und Anbetung zu erwecken, liegt mir im Blut. Ich eile zu meinen neuen Verehrern. Hauptsache, es gibt was zu futtern. Ah. Noch unser Dank, Kapitän. Dank Ihren Aufschluss ist die Mission erst möglich gewesen. Tolle, mein Boot ist und bleibt einzigartig. Hier sehen wir, komm aus dem offiziellen Begrüßungskomitee. Mensch, der Wackel ist zurück. Eine Haltung legt an den Tag. Vorbildlich. Ehrlich. Exzellenz, das ist der richtige Magwitz. Immer noch nicht. Nein! Ach so rum! Dann spanne ich ehrlich an! Fahr zurück ins Büro! Aber Exzellenz, es ist nicht so wie sonst jeden Tag. Magwitz ist tatsächlich da. Dort steht er doch. Ich liebe den General. Also doch! Ha! Schon ein Schlingel! Magwitz! Eine große Entscheidung! Ganz großartig! Mit dem Weg von Auftrag zurück! So eine Folge beendet, Herr Präsident! Teufel auch! Na, wie ist er denn nun? Der wenige schuppige Exzellenz. Ja, die. Magwitz! Tatsächlich! Vulkan hat seine tapfere Streiter willkommen. Wir freuen uns, endlich einmal wieder in einen vertrauten Kartoffel schlüpfen zu dürfen. Sollen Sie nicht zu früh, Herr Professor. Bei uns hat sich einiges geändert. Zum fortschrittlichsten. Stegen wir uns wohl kaum ein. Wahnsinn ab, werter Herr Gelehrter. Warten Sie nur ab. Schatz, lass wieder rühren. Schatz, ich wusste es. Irgendwann musst du deine Art des Salutierens zu deiner Gehirnerschütterung führen. Schicksack! Seht oben etwas! Das ist es, wovon ich sprach. Das Neue. Wir sind auf zum ganzen Stolz unserer vulkanischen Nation. Sehen Sie den Jungfernflug der Meteor. Wo denn? Ich sehe nur eine Wolkendecke. Geduld, Geduld, gleich müsste. Ha, jetzt kann man es sehen. Das sieht so ein überdimensionierter Dartpfeil aus. Und gleich! Das Ding steht tatsächlich auf unserer Seite! Seid ihr noch bereit, dass wir während ihrer Abwesenheit nicht müßig waren? Aber die Musik ist cool. Überwältigender Anblick. Baum möglich. Unsere Fabrikanlagen und den Vulkan sind ins Riesenhafte gewachsen. Nun stehen unsere Hallen zur Verfügung, denen wir endlich den Fertigungswettstreit mit dem Feind aufnehmen können. Zudem ist Edisons rastloses Genie ein unschätzbarer Hilfe gewesen.
Vor allem, Herr Professor, wann ist Ihre Aufzeichnung über die marsianischen Kriegstechnik das erste solch ein Gefährt inspirierten? Haben Sie nochmals vielen Dank. Oho, ich bin der Weiner. Die Schmeicheleien lassen mir gern gefallen. Er ist ein etwas eigenwilliger Bursche, aber Sie werden ihn bald kennenlernen. Die Medora wird in Kürze ihren Verankerungsplatz anfahren. Wir haben Großes mit diesem lenkbaren Luftschiff vor. Oh ja, Großes. Aber nun haben wir sie lange genug aufgehalten. Nach all den Mühen haben sie sich ein wenig Ruhe verdient. Wir sind bereit, wenn sie hier sind. Richtig! Suchen Sie eine Eisscholle, versuchen wir zu folgen! Wir werden Cocktails das Rad folgen und ein wenig Ruhe suchen. Ich freue mich regelrecht auf meine eigene Nacht im eigenen Bachelor. Genau, das ist und bleibt ein. Aber ja, da könnte ich. Niemand hat vor, das in Zweifel zu ziehen. Der ist immer noch da. Ja. Hatten wir schon. Gehen wir. Bum, bum, bum. Können wir übrigens nochmal Bananen mitnehmen? Die enorm wichtig sind. War hier nicht sonst noch was? Nein. Der verschlossene Tür ist ein emsiges Arbeiten Berg zu hören. Essen! Aufwachen! Besuch! Nö, will nicht. Sonst gibt's hier nichts mehr. Nein. Gut. Wir speichern mal wieder bei der Gelegenheit. Weil wir es noch nicht oft genug machen. Man kann nie oft genug speichern. Endlich, er ist wieder da. Elisabeth, von all den heimatlichen Freuden, sie doch die Schönste. Ach, sei doch bestimmt jeder jungen Dame aus ihrer reich bestückten Schar Bewunderinnen. Hä? Der von mir, das ist bislang angehalten! Psst, Schatz. Es braucht die Anteilnahme anderer, weil sie doch ihre Augen für mich leuchten. Ja. Achtung! Das hat man schon. Hey, hopp, seht ihr, mitgebracht habt? Ein leckerer Büffelklon zum Rummagen! Allmählich nimmt die Einrichtung eine Gestalt an, die mir mehr und mehr entgegenkommt. Kalt und abweisend? Gründlich, klar und sicher. Das ist recht. Stellen Sie sich irgendwo hinter dem größten Helden dieses Planeten an. Meint ihr, die 1000 Baschelwitze davon? Ha, spotten Sie nur. Wenn Sie erst gefahren, von welcher Vision ich und mein Trupp gerade zurückgekehrt sind, wird Ihnen schon diese angemessene Motion Neid am Gemüt fressen. Ich trödel in der Reihe, immer weitergehen. In Ordnung. Ich habe den Vormarsch des Feindes empfindlich gestoppt. Extra. Ordnung. Ich habe sengende Wüste zusammen und quirliges Bazartreiben gesehen und die Gefahr kühn ins Auge geblickt. Ja. In Ordnung. Ich habe tödlichem Durst getrotzt und wilden Gesellen mutig schön geworden. Extra. Also erkennen Sie gefälligst an, wem in dieser Basis der größte Anteil am kommenden Sieg gebührt. Oh Gott. Aha! Erwischt! Aus mit dir, du Spion! Oh Gott, das klingt auch schon wieder nach, ja. Spion? Ich? Wo sehen Sie da? Ich bin Held! Der Held! Geschichte machen! Rausreden! Weiß beim besten Willen nicht. Fabelhaft am Rad, armiert nicht grundlos. Nie! Nun drehen Sie einmal hübsch langsam herum, damit ich es von allen Seiten begutachten kann. Rolf mag mein Apparat nur angeschlagen haben. Weiter rum! Das fällt ja überhaupt nicht auf, nein. Schlag schwer Not! Was ist das? Und gütiger, ein Minisend. Hey, was? Hilfe, Hilfe! Nehmen Sie es weg! So haben Sie auf der Ausmissung verwandeln lassen. Was heißen, der Feind könnte unseren Standort orten? Oh Gott, machen Sie es weg! Ist weg, ist weg! Selber weiß, wenn man technisch verfahren hat! Aber nur, dass wir noch rechtzeitig angegriffen haben. Aus Blitz, soll der Lärm in der Kolonie! Alarm, Alarm! Feind greift an! Er steuert zielgerichtet auf Vulkanin zu, mit einer gewaltigen Luftflotte! Gottes Willen, ist der Albtraum! Ruhebahn, Pinguin! Alle Helden rausreden! Auf die Festwiese! Bleibt ihr hier! Hat schon genug angerichtet! Oh Gott. Haben eure Exzellenz so vor, wenn ich fragen darf?
Aber wenn ihr herwatscheln, werdet ihr gleich sehen. Landeplatz. Ah, natürlich, sie wollen die Meteor gegen den Feind werfen. Ackwitz, muss ich wieder ins Gefecht schicken. Lebe dafür. Oh, ich bin der Pinguin vom Scheitel. Bis zur Sohle. Wird auch in die Lüfte gehen. Erkennt ihr ja mittlerweile. Ist die Meteor denn schon bereit? Ist doch noch mitten in der Probefahrt. Sie ist doch... Na eben, jetzt proben wir, ob sie auch was taugt. Ah, da kommt der kühne Luftschiffer.